Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego City Undercover. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem T-Rex und ich denke mal, wir sind kurz davor, ihn zu finden. Hier ist die Ausstellung für diesen Robo-T-Rex. Und wir haben jetzt in der letzten Folge es auch endlich geschafft, diese Kacktür hier aufzumachen. Jetzt gehen wir mal rein. Erstmal hier wieder ein paar. Aua. Halt auf die Ohren hier, Freund. Das ist jedenfalls kein T-Rex. Nee, sieht nicht so aus. Was bist du denn? Dieser Dinosaurier hatte eine Reihe scharfer, auf seinem Rücken verlaufender Knochen. Manche Wissenschaftler glauben, dass größere Dinosaurier ihn zum Brotschneiden einsetzten. Was sind das hier für ein Zeichen? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal weiter. Danke, aber hier drin ist es sicher. Oh, mach doch, was du willst. So, das ist auch wieder... Ja, da brauchen wir einen starken Charakter. Plumps. Umfalt. So. Was haben wir hier? Oh, hier ist alles mit für starke Charaktere. Ist ja blöd. Menno. Und das ist auch kein T-Rex. Was bist du? Ah, Stego. Dieser Saurier hatte große Panzerplatten am Kopf. Er konnte sich damit vor Angriffen schützen. Oder die Natur wollte ihn damit vor seiner eigenen Tollpatschigkeit bewahren. Oder so. Hier, da. Wo ist der T-Rex? Ah, hätte ich hier das Sagen, stünde er in der Mitte und würde Roar machen. Hier ist kein Durchkommen. So, dann schauen wir mal, was hier für Fußabdrücke sind. Ah, hier ist dieses Zeichen. Na, gucken wir mal. Gucci, so. Gucci, Gugu. So, was haben wir hier? Ach, das ist Dynamit, okay. Das brauchen wir. Ah, hier, um die Tür aufzuspringen. Hier kommst du niemals rein. Das werden wir noch sehen. Ist das hier verbrannt? Jetzt gehen alle Ausstellungsdings auf. Na gut. So, kommen wir hier zu den Dicken auch rein irgendwie. Ach, hier ist ein... Obwohl dieser friedliebende Saurier Pflanzenfresser war, konnte er tödlicher als ein T-Rex sein. Durch seine enorme Größe zermalmte er oft aus Versehen kleinere Saurier. So ein Pech. Oh Mann. Ist doch doof. Da. Mal hier hoch. Na toll. Das T-Rex-Exponat ist noch gar nicht aufgebaut. Ich besorg mir besser ein paar Supersteine. Genau so ist der Brontosaurus wohl entstanden. Wahrscheinlich, ja.
So, jetzt müssen wir wieder Supersteinchen sammeln. Diese seltenen Totems wurden entwickelt, um sich mit großer Geschwindigkeit zu drehen und so die Bewegungen der Stammestänzer nachzuahmen, die sie erschufen. Leider waren sie nicht in der Lage nachzuahmen, wie die Tänzer später vor Übelkeit umfielen. Oh, ein Score gebaut. Ich muss jetzt da hinten die Dings nachbauen, oder was, an der Wand. Der in der Mitte stimmt ja schon mal. Der in der Mitte stimmt. Sehr schön, der außen auch. Jetzt habe ich genug Steine, um den T-Rex zu bauen. Sehr schön. Hört mal gerne, aber wir gucken uns erst trotzdem noch ein bisschen weiter hier um. Was haben wir denn hier? Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen. Das zeigt, wie Forscher sich die Zukunft vorstellen. Wir warten nur noch auf die berittenen Modellaffen. Die berittenen Modellaffen, sehr geil. So, hier ist ein Teleporter. Probieren wir mal gleich aus. Ach, der geht nicht, oder was? Der ist kaputt. Scheiße. Na gut. Ich habe eine Menge Supersteine gefunden. Vielleicht lässt sich hier irgendwo was bauen. Ja, jetzt mach doch mal langsam. Machen wir ja gleich. So. Was haben wir denn hier? Diese Sphinx ist eine exakte Kopie der Sphinx, die in der Nähe der Pyramiden steht. Zudem wurden fehlende Details restauriert. Bei einer Umfrage nach der schönsten Sphinx gewann unsere mit einer Nasenlänge Abstand. Hoffentlich ist diese Mumie nicht verflucht. Was sollen wir anpassen? Hey, damit kann ich einen T-Rex bauen. Glück gehabt. Ah, ja, genau. So soll wir das. Es kommt eine Mumie. Soll ich das jetzt nochmal machen? Hoffentlich ist diese Mumie nicht verflucht. So, das muss wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. So, jetzt haben wir es diesmal richtig gemacht. Und schon haben wir ein Supersteinchen. Brauchen wir jetzt zwar für den T-Rex nicht mehr. Aber das wird wahrscheinlich nicht das letzte sein, was wir bauen müssen. Deswegen nehmen wir hier alles mit, was wir kriegen können. Gehen auch erstmal auf die andere Seite hoch. Da gab es ja auch noch ein paar Sachen zu machen. So, was haben wir hier? Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen, das die verschiedenen Verwendungen von Heu zeigt. Von Heu? Robin Hood. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch mit dem Bogen schießen, oder was? Auf diesem Diorama sehen wir den weniger bekannten Cousin von Robin Hood. Robin Hoodlum. Er stahl auch von den Reichen, vergaß aber, es den Armen zu geben.
Könnte daran gelegen haben, dass er auch von ihnen stahl. So, was muss ich machen? Wart mal. Drücke B, um einen Pfeil auf das Ziel, drücke A, um aufzuhören. Achso. Ja, Volltreffer! Sehr schön. Das ging fix. Und wieder ein super Steinchen. Gut, was haben wir hier? Höhlenmenschen. Noch einer. Dieses Diorama zeigt zwei Höhlenbewohner, die Feuer und Rad erfinden. Nach einigen Beschwerden wurde der dritte Höhlenbewohner, der den Laptop erfunden haben soll, entfernt. Oh Gott. Hey, so, wir haben das Rad erfunden. Sehr cool. Ja, wir haben das Rad neu erfunden. Gut, dann gehen wir jetzt mal den T-Rex bauen. Los geht's. Der T-Rex war einer der größten Fleischfresser, die je gelebt haben. Bis zur Geburt meines Onkels. Genau, Chase. Immer schön unauffällig. Genau, sehr unauffällig, ja. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Wir haben mal wieder nur zwei Marken bekommen, aber wieder Lego City hält. Das passt. Und wir setzen die Geschichte fort. Na super, jetzt rennen wir hier mit einem Robo-Skelett durch die Stadt. Muss ich den jetzt steuern, oder was? Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Nein, er will außer mir niemanden treffen. Ich schick dir den Ort der Übergabe. Okay, Winnie. Ich weiß, du meinst es gut, Chasey, aber der Typ ist nicht ohne. Ach, wirklich? Ja, total ungeduldig. Will seine Sachen lieber gestern als heute. Alles verändert sich. Früher hat man was geklaut, um Profit zu machen. Aber das hier ist was anderes. Da geht irgendwas Großes vor sich. Ah, ich kling schon wie meine Oma. Liefer einfach den T-Rex ab, Chase. Hey, Chase, hast du Zeit? Na, eigentlich bin ich... Sehr gut. Hast du meinen Dad schon gefunden? Fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Du glaubst also wirklich, Rex hat meinen Dad? Weil ich damals gegen ihn ausgesagt habe? Rex ist die Nummer eins. Er muss etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun haben. Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Bitte? Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Danke, Chase. Hey.
So, hier müssen wir den Rex abliefern. Das hat auch ganz gut geklappt. Außer, dass die komplette Stadt jetzt durchdreht. Der T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Ein Job noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Dieser Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chasey. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du, du schaffst das? Denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Gut. Jetzt müssen wir die Feuerwehr bestehen und ich schätze mal grob, wir werden auch hier wieder ein Kostüm kriegen. Ein Feuerwehrmann-Kostüm. Nehme ich mal schwer an. Aber erstmal brauchen wir wieder ein Auto. Hey, Chase! Ich habe gute Nachrichten! Oh, hi Frank. Was gibt es denn? Wir nehmen uns einfach hier eins. Wurde befördert! Was? Oh wei. Moment, von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Ah, klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt! Verdeckt! Wow! Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei! Honey, Ende! Baumdezernat, genau. Oh, Mann. So, wir fahren hier wieder mal durch die komplette Stadt. Ich komm später noch mal, aber relativ gib mir die Versicherungsdaten. Flott unterwegs. Ihr könntet mir im Übrigen mal in die Kommentare schreiben, was wir nach der Hauptmission machen sollen. Ob ich überhaupt noch weiterspielen soll, habt ihr da überhaupt noch Bock drauf? Oder soll ich vielleicht erstmal die Mission alle nochmal spielen, dann mit allen Charakteren, sodass wir die Mission so 100% haben? Was meint ihr? Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr sehen wollt. Würde ich mich freuen. Ich mache es ja schließlich hier für euch. So, das ist hier die Feuerwehr oder was? Du willst zur Feuerwehr? Dann komm rein. Ja. Ich will zur Feuerwehr. Ich will ein Feuerwehrmann werden. So, Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson.
Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurky? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Ah! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Oh ja. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Mit denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Hui. Das Aha. ist Officer Lopez Delgado. Hola. Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar. Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? Yep. In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, wir werden sie schon aufkriegen. Oben, rechts, links, unten. Hat wohl jemand vergessen, das Garagentor fertig zu streichen? Ja, das machen wir jetzt. Können wir noch irgendwas kaputt machen? So. So, jetzt funktioniert der Hebel und jetzt kriegen wir das Garagentor auf. War ja wohl ein Klacks. Coole Uniform. Die ist schick. Chase McCain als Feuerwehrmann. Du bist wohl ein echter Schnelldenker, eh? Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, eine wahre Feuersbrunst. Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Eieieiei, könntest du das nicht für mich erledigen? Prima, gut gemacht. Du wirst für uns eine Bereicherung sein. Besonders in Anbetracht der vielen Brände in letzter Zeit. Allerdings war bei den meisten Bränden in letzter Zeit eher das Eigentum von Kleinkriminellen betroffen. Als ob jemand einen Konkurrenten aus dem Geschäft drängen will. Na, wieso geht das nämlich aus? Wir sehen uns mal von der Gute Seite. Gute Arbeit! Jetzt. Warte kurz! Die Tür ist verschlossen! Oh, und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest! Und hier, schau, eine Feuerwehraxt! Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt auch keinen Ärger. Na, dann bin ich ja froh. Hier ist Pete. Hey, du bist doch groß und stark, oder? Gut. Oh je, sieh dir das nur an. Einer deiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Wer ihm helfen könnte? Vielleicht jemand mit einem Ventil. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ein Ventil! Um den Druck! Hast ganz schön lange durchgehalten! Das muss ein neuer Rekord sein! Bueno! Das hast du ja schnell erledigt! Ich bin beeindruckt! Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet! Oh, verrückt, verrückt! Mach
So, los geht's. Oh, hier sind noch blaue Stats. So, was will er jetzt von uns? Wo ist er denn? Hat er mich rein oder was? Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Nach links! Stopp! Geronimo! Ja, haha! Toll gefallen! Ein Stück nach rechts. Gut gemacht! Hey! Erwischt! Links! Bleibt das denn? Woohoo! Gut gemacht! Nachher fertig machen! Yay! Das waren sehr alle! Schön. Gute Arbeit! Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Sag Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine Löschkanone. So. Hervorragend. Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Dafür langt es wohl nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite rüber. Ja, sieht so aus. Das war die Hälfte! Du bist ein echtes Naturtalent! Nee, wie kommen wir denn an das Feuer da oben? Doch von dem anderen Ding aus. Ich habe irgendwas verpasst. Ich setze mir mal ganz schnell die Stats ein. So, hat sich auch schon direkt gelohnt. Nicey. So, dann probieren wir nochmal hier das Feuer auszumachen. Irgendwie. Und fertig! Jetzt. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Nö. Schnell! Es gibt da eine echte Notsituation! Notsituation? Ah, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja! Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins der Dritte sitzt fest auf dem Dach. Ich soll eine Katze retten? Oh ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Aha. Weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Hm. Ja, dann bauen wir doch mal eine Leiter, würde ich sagen. So. Nur zu! Bau dir eine Leiter! Schon dabei. Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Vinny erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Komm ich denn hier raus? Komm ich hier raus irgendwie? Beeilung! Es ist bald Zeit für Admiral Pompons Nickerchen. Waren deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Exakt! Aber auch als Notration für dich. Na super. So, und jetzt? Ah, hier rüber. Huh?
Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. Ach, die ist hier schon. Na komm. Was macht der für Geräusche? Entschuldigung. Was war denn das gerade? So, nochmal. Irgendwie habe ich es nicht gebacken bekommen, rückwärts zu fahren. Wieso fährt er denn jetzt gar nicht mehr? Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt. Alter Verwalter. So, jetzt aber. Sehr schön. So, Mieze Katze. Komm, Fischi, 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 Fischi. Yep. Oh. Ab in den Hut. Du hast ihn gerettet. Okay, dann sind wir hier fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Oh wei. Wow, das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, das könnten wir mal für Chief Dumby machen. Lecker Buffet. Wäre vielleicht auch nicht so mürrisch. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Jesse, wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Na klar, das kriegen wir schon hin, allerdings in der nächsten Folge. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Lego City Undercover. Habt einen schönen Abend und ich sag tschö mit Ö.